In der Mine also. Ja gut. Können wir dann bei Gelegenheit mal reinschauen. Das wird hier gerade ein bisschen viel. So. Hässliches Geschenkpapier. Weißt du was, das packe ich mal hier unten hin. Okay. Blumen. Dies brauchen wir nicht. Und Garnelen brauchen wir auch nicht. Da war ich mir nicht mehr ganz sicher, als ich vorhin verkauft habe. Deswegen hatte ich sie extra noch nicht verkauft. Das können wir alles stacken. Sehr schön. Dann haben wir noch ein bisschen RD. Und ein bisschen Holz. Sehr viel Hartholz, by the way. Gut. Wir wollten oder müssen auch noch mal irgendwas anderes machen. Stelle grüne, gelbe und weiße Luftballonhaufen her. Ach ja. Daran sind wir beim letzten Mal ja gescheitert, nur dass es eben nicht diese Farbe war. Grüne, gelbe und... Ich glaube, die mussten wir hier letztes Mal machen. Grüne, gelbe und blaue Luftballon. Die hier, ne? Warum brauchen wir dafür Eisen? Warum braucht man für einen Haufen Luftballons Eisen? Wie hängt das zusammen? Wie auch immer. Sollten wir herstellen, haben wir gemacht. Einsammeln. Mache ein Foto mit Donald. Ich glaube, Donald schläft aber. Aber mal eben. Oh ne. Er ist mittlerweile wach. Sehr schön. Ja, machen wir mal eben. Ich weiß immer nicht, wann der schläft. Deswegen bin ich ein bisschen... Ein bisschen irritiert. Und habe ein bisschen Angst. Vielleicht habe ich auch ein... Vielleicht habe ich... Ja, ein bisschen Angst. Oh. Vielleicht muss ich das Holz mitnehmen. Hä? Warum? So, ein Foto mit Donald. Ja, so geht's mir exakt. Das ist genau, wie es mir gerade geht. Wahnsinn. So, hier nochmal eins. Wir haben ja 195 Punkte jetzt. Gib Elsa ihre Lieblingsgeschenke. Jawohl. So, gucken wir mal, was können wir denn jetzt freischalten. Stufe 3 sind wir jetzt. Hier waren wir auch schon. Dann sind wir Stufe 4 haben wir jetzt. Okay. So, erstmal natürlich hier wieder Pünktchen. Ist ja klar. Verrückte Teeparty. Oh, das mit dem Tassenkarussell. Oder mittlerweile wird man da schlecht drin tatsächlich. Aber früher war es voll cool. Wir machen irgendwann nochmal den Freizeitpark. Magisches Batik-Jersey. Und wisst ihr was? Wir nehmen auch nochmal magische Recycler, nehmen wir auch mit. 70 haben wir noch. Nächste Stufe gibt es dann beim nächsten Mal. Stufe 5. Da sind wir auch bald durch. Was wir tatsächlich mal machen können. Gibt den Dorfbewohnern Wunderland Plätzchen. Das können wir auch machen, um den guten Simba noch mal ein bisschen zu exploiten. Dann können wir das nützlich mit dem Positiven verbinden tatsächlich. Wunderland Plätzchen. So, betreten. Treten Sie ein, dann können Sie rausschauen. Wo sind die denn? Wahrscheinlich unter Nachtisch, ne? Wunderland Plätzchen. Wie Wunderland-Plätzchen hier. Butter, Zuckerrohr, Vanille und Weizen. Sekunde mal kurz. Mal eben kurz den Browser aktualisieren. Der hat sich bei mir irgendwie gerade aufgehangen. Achso. So. 10 Stück, ne? Zwei.
Achso. Was ist das denn? Ist die Anzeige oben buggy oder verbrauchen wir wirklich gerade keine Sachen? Okay, jetzt geht's. Hä, wir hatten gerade die ganze Zeit immer 49 Butter. Haben wir da irgendeinen Bug? So, ich glaube einmal noch. Aber wahrscheinlich habe ich mich eh wieder verzählt. Oh nein, genau 10 Stück. Nice. So, Simba, ich hoffe, du magst sehr viele Wunderland-Kekse. Hm. Müssen wir ihnen leider jetzt alle weitergeben? Ah. So, oh. Dann hier. Und sonst so. Ah. Das Exploiten bringt natürlich nicht allzu viel, wenn man den Leuten einfach nur irgendwas gibt, was sie nicht haben wollen. Das geht halt nur sehr, sehr mühsam voran. Aber gut, das war ja auch nicht nur ein Zweck der ganzen Sache eigentlich. Das ist ja nur positiver Nebeneffekt, wenn man so möchte. So, und der letzte. Sehr nice. So, bringen wir 25. Betreibe Bergbau mit Scar. Lege jetzt gerade. Ich mache erstmal die Lieblingsgeschenke von Elsa. Dann haben wir das für heute fertig. Wir müssen das eh zweimal machen. Zitronen, Knoblauch, Schwertfisch, Kartoffelrollen und schwarze Passionslilie. Zitronen, Knoblauch, Schwertfisch. Den haben wir nicht, ne? Zitronen, Knoblauch, Schwertfisch. Hier. Ich meine, gut, die Einfachheit halber, Zitronen, Knoblauch, Schwertfisch. Zitronen. Knoblauch. Schwertfisch. Gut, ich habe noch nie ein einfacheres Rezept gehabt, muss ich ehrlicherweise gestehen. So, dann war es, warte mal, Kartoffelrollen waren das, glaube ich. Ich muss mal kurz nachgucken. Kartoffelrollen, ja. Und eine schwarze Passionslilie nehmen wir dann noch mit. Hatten wir Kartoffelrollen schon mal gemacht? Ja. Sehr gut. So. Unter Blümchen. Vorne. Schwarze Passionslinie. Schwupps. Sehr gut. Dann haben wir die drei Geschenke für heute schon mal fertig. Hoffentlich sind es beim nächsten Mal auch wieder drei, die wir machen können. Wenn es 5 Geschenke sind, dann haben wir immer so einen Joker frei. Okay, komm, wir nehmen mal hier Holz mit. Das heißt Hartholz, das brauchen wir nicht. Elsa zu Hause ist. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Nein. Die ist nicht zu Hause. Okay.
natürlich ist sie Essen. Die ist sehr häufig Essen. Morgens ist sie nämlich auch Essen. Eigentlich der Herinarin Dellart. Den habe ich leider nicht für dich, aber ich habe was anderes für dich, nämlich Zitronen, Knoblauch, Schwertfisch. Und als kleine Vorspeise habe ich noch was anderes, nämlich ein bisschen Kartoffelrollen. Und für eine Dame, nicht zu vergessen, eine schwarze Passionslilie. Sehr gut. Haben wir dann drei Geschenke schon mal fertig. Alles klar. Schließe Dreamlight-Pflichten ab. Ja, habe eine deckliche Diskussion. Hallo. Ich... Eis und Schnee. Sie können so viele Formen und Texturen haben. Hartes Eis, sanfte Schneegestöber, Frost, Schneestürme. Sie sind alle verschieden. Sie fühlen sich anders an, wenn ich sie kontrolliere. Fühlt es sich anders an, Leben zu erschaffen? Hm? Ja, es ist seltsam. Es ist, als wäre diese Wärme im Eis. Aber es ist keine normale Wärme. Es ist kalte Wärme. Es hat Bewusstsein. Hm. Du merkst es bestimmt. Es ist schwer zu beschreiben. Vielen Dank auch. Also mal eben mitgenommen. Fange zwei Meeresfrüchte, baue Minerale ab. Boah. Was wir jetzt machen, wir gucken, ob wir noch ein paar Fische aus dem Hier und Dort mitnehmen können. Und dafür gehe ich nochmal gerade runter an den Strand, denn dort sollen wir über Nacht ja auch Königsfische angeln können. Davon haben wir, glaube ich, auch noch nicht allzu viele. Deswegen. Mal kicken. Wobei ich auch gar nicht weiß, zählt das jetzt noch als Abend oder schon als Nacht? Ich bin mir unsicher. Das ist auf jeden Fall erstmal ein Kabeljau. Den können wir auch tagsüber angeln. Ich denke mal, dass der Königsfisch, wenn überhaupt, nur im roten Bereich ist. Also in diesen roten Fischgründen. Eigentlich können wir uns, glaube ich, ich nehme nicht mal mit. Eigentlich können wir uns die Weißen eigentlich sparen. Eigentlich. Gut Deutsch. Oh, ein Königsfisch. Nice. Gut, sind also auch die Blauen. Ach komm, weißt du was? Ich nehme die Weißen auch nochmal mit. Ich weiß nämlich nicht, ob wir da nicht auch die Fische aus dem Hier und Dort rauskriegen. Oder ob die überhaupt noch spawnen zu der Uhrzeit jetzt. Ob es dafür vielleicht nicht auch schon zu spät ist. Die Antwort ist nein. Fisch aus dem Hier und Dort. So, wir müssen halt... Ups. Wir müssen halt ein paar mitnehmen. Weil wir nicht ganz so oft um diese Zeit spielen. Noch ein Königsfisch. Finde ich gut. Fängt Vajana eigentlich auch Fische aus dem Hier und Dort? Also jetzt ist zumindest gerade keiner dabei. Naja. Nochmal einen roten Spot. Ich muss gleich mal versuchen, die einfach so zu fischen, ohne überhaupt irgendeinen Fischgrund. Vielleicht
ploppen die dann ja auch auf, weil die machen nämlich immer den Sound, wie wenn wir ein Kabeljau zum Beispiel auch fangen. Mal ein Schwertfisch und eine Erinnerung. Oh. Cool. Jetzt ergibt das Bild natürlich gleich eine ganz andere Gestalt. So, hier nochmal ein Königsfisch, den nehme ich auch mit. Also blau sind immer die Königsfische. Alles klar. So, den versuchen wir mal so zu angeln. Also am liebsten würde ich so 10 auf Tisch haben. So funktioniert's. Alles klar. Wir brauchen gar nicht die Fischgründe. Wir können einfach so angeln. Gut, ab und zu gibt es halt auch ein bisschen Seetang. Bleibt nicht aus. Oder auch ein bisschen mehr Seetang. Bleibt auch nicht aus. Manchmal gibt es auch sehr viel Seetang. Das bleibt auch nicht aus. Außerdem gibt es Momente, wo das Spiel einen auch manchmal nur verarschen möchte. So, ein paar Heringe essen. Jetzt aber mal wieder Fische, ja? Okay. Ah, sehr gut. Ah, guck mal, hier ist ein blauer Spot erschienen. Wir verarschen hier. Ein Schrimps. Also, wir können nochmal eben hier die Dringendei-Pflicht abschließen. Verkaufe ein Mineral, erhalte 500 Sternenmünzen. Entschuldigung. Sehr geil. Wie haben wir jetzt eigentlich? 6. Ja, wie gesagt, so 10 würde ich halt gerne mir auf Tisch auf Vorrat legen. Ich kann halt noch nicht abschätzen, ob Vajana die halt auch haben wird in ihrem Fischstand. Ich hoffe es. Das Gesicht ist auch so... So roher Fisch von der Hand. Geil. Yay, rote Seealge. Wir könnten natürlich immer wieder ein paar Tränke machen, ne? Wobei am besten natürlich immer noch die mit der Schaufel waren. Die waren halt einfach over. Dankeschön. Nochmal Dankeschön. Ich kriege Fische, aber leider nicht, die ich brauche. Das sieht schon besser aus. Wir haben es gleich. So, müssen wir hier die beiden Kabel hier ausessen. 2 Stück brauchen wir noch. Dann haben wir die 10 voll. Dann lasse ich euch auch in Ruhe mit den
Fischen aus dem Hier und Dort. Ich meine, wie schnell es jetzt geht, hängt natürlich vom Spiel ab, ne? Aber jetzt erstmal Level 8 für Simba. Wir kriegen eine sehr coole Tür. Die mir nicht mal angezeigt wird. Achso. Oh. Die bringen 750, so ein Schrimps. Cool. Okay. Habe ich jetzt darauf geachtet. Dass ich jetzt so viel Essen brauchen. Na egal, ist jetzt nicht so. Dass wir dadurch ein riesen Verlustgeschäft gemacht haben. Sehr schön. Komm schon. Eier noch. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt pass mal auf. Eine Sache machen wir jetzt. Ich habe nämlich eine fantastische Idee. Wir müssen ja die Eierfelder anlegen, Freunde, ne? Was haltet ihr denn davon? Okay. Das ist hier. Dies ist alles ein bisschen sehr viel. Okay, eigentlich kann ich es erstmal hier so lassen, weil wir werden Kohle bald wieder aufgefüllt haben. Ein paar Fische. Aber die kommen noch rein. So. Und etwas Holz. Was haltet ihr denn davon? Oh, falsche Truhe. Wenn wir zum Graben jetzt einfach mal so einen kleinen Trank machen. Funktionelle hier. So, noch mehr wundersame Politur der Schaufel. Dafür brauchen wir trockenes Holz, 20 Vitalis-Kristalle, die haben wir auch noch, und 1000 Dreamlight. Ich mach das mal. Theoretisch gesehen könnten wir das jetzt bei Simba belassen. Simba hat aber nicht die Kunst des Grabens, deswegen muss ich mal eben einen Charakter mitnehmen, der auf Graben geskillt ist. Zum Beispiel Scar. Wir tauschen mal eben Simba gegen Scar. Oh, hallo. So, komm mal kurz mit. Lass uns mal eben ein bisschen abhängen. Wir brauchen nämlich wieder ein kleines bisschen Erde. Und wir können natürlich, wenn wir jetzt das hier verwenden, benutzen. Dann nehmen wir die Schaufel. Und graben hier einfach mal. Vielleicht mal so ab hier. 1, 2, 3. Hier. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das ist eine Truhe. 14, 15, 16. Weiter geht's nicht. Merkt euch kurz die 16 bitte. Oh, Alter. Sehr geil. Oh, Alter. Läuft, würde ich sagen. Zwei Truhen sogar. Was ist denn hier los? Möbelbeutel. Oh, da hinten liegt auch noch was. Da hinten auch noch. Und, also wie weit ist denn das geflogen?
Okay, okay. Ich verstehe schon, Spiel. Ich soll mich also bewegen, ja? Wir waren bei 16. Ich muss halt gucken, wie viele Felder da hinpassen. Da liegt auch noch was. Muss ich da mittlerweile manuell aufsammeln. Also wenn ihr mal irgendwann was farmen müsst, was ihr graben müsst, Politur der Schaufel ist richtig geil. So, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21. Oh, hier kann ich nicht weitermachen. 23. Bitte 23 merken. Dankeschön. Die Sachen sind wieder bis zum Kilimanjaro geflogen. Na, sieht nicht so aus diesmal. Eine Erinnerung haben wir aber noch. Okay. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 28 und die Politur hat auch nachgelassen. 28, 29, 30, 31. Hier geht es sowieso nicht mehr weiter. 32, 33. Geht auch nicht weiter. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Ich kann nicht weiter. 44. Ah, jetzt kriegen wir ein Bild mal. 44 von Ralf reicht's. 44, 45, 46. Hier würde es theoretisch auch noch gehen. Kann ich hier nicht weiterbauen? Hier könnte ich noch einen hinbauen. Ja gut, dann machen wir 47. Waren doch jetzt 47, ne? Hab ich jetzt auf 47 richtig gezählt insgesamt? Chat? Oder habe ich mich jetzt zum Ende hin noch verzählt? Müsste passen. Ah, gut. Vielen Dank. Ich glaube, ich muss da noch ein paar Samen machen. 43 hatten wir, meine ich. Nicht in dieser Truhe. 41, jawohl. Betragen. Wir haben noch einen Beutel bekommen. Ein Möbelbeutel. Beistelltisch aus Marmor. Okay. So. Nein. Weg. Raus weg. Mal nur so gucken. 43, okay. Vier Stück müssen wir noch machen. Da sollten wir genug haben. Jo. Und dann holen wir uns Simba wieder ran. Ich brauche das Gaia jetzt gerade zum Graben. Aber ihr habt gesehen, wir haben, glaube ich, gerade 3 Stacks voll gehabt mit Erde. Das lohnt sich also schon, wenn man irgendwas farmen muss. Okay, das wird jetzt interessant halt, ne? Weil Simba ist wach und zu Hause. Aber Nala schläft. Wir können rein. Okay, dann ist sie wieder wach. Hey, hallo.
Okay. Dann komm mal mit. Oh. Guck mal, Scar ist zu Hause im Königsfelsen. Guck mal, Scar legt sich jetzt hier einfach mal so im Königsfelsen hin. Schön. Schön. Ist kein Problem. Stell dir vor, dein Erzfeind kommt dich besuchen. Und jetzt kann ich wahrscheinlich nicht mehr rein, ne? Doch. Okay. Also wir wissen auf jeden Fall jetzt, wenn wir Charaktere haben, wo mehr als einer in einem Haus wohnt und einer wach ist, einer schläft, können wir rein. Alright.